So, herzlich willkommen zum Dauerwerbevideo Nummer 28. Das Dauerwerbevideo Nummer 27 war unnummeriert, weil ich nicht wusste, was für eine Nummer war und ich schnell ein Video machen musste. Jetzt bin ich eigentlich hundemüde, so kleine Augen, aber wie so kleine Augen. Aber ich möchte endlich wissen, was in diesem Paket ist. Ein anonymes Paket. Ich hoffe, es ist keine Bombe. Aber es klingt nicht wie eine Bombe. Da steht nur, dass es aus 000 Deutschland ist und ein Kilo wiegt. Ich vermute ja aufgrund des Geräusches und aufgrund eines Fotos, dass auf einer. Ah, da ist sie sogar noch. Hier. Blogger brauchen Vitamine. Und so. Also aufgrund dieser Karte vermute ich, dass da Müsli drin ist. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ich gerade in der Schweiz war, benutze ich mal dieses Schweizer Messer. Das habe ich jetzt zwar nicht aus der Schweiz, aber sonst benutze ich ja immer so ein 0815 Dingsbums, aber in nächster Zeit wird vielleicht ein Schweizer Messer noch mehr eine größere Rolle in meinem Leben spielen und dann werden wir sehen. So, also die Spannung steigt ins Unerträgliche. Ja. So. Blogger brauchen Vitamine. Ich meine, ich hätte jetzt ja auf Mai-Müsli getippt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mai-Müsli und so weiter, so alle Zutaten aus biologischem Anbau. Das ist ja wohl hier cool, oder? Vollkommen ungebrandet. Ja? Also hier steht: Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau, Haferflocken, Weizenflocken, Schokokornflakes und Schokotropfen, sehr schokoladig. Kann Spuren von Sesamnüssen, Milch, glutenhaltigem Getreide, Soja und Sprengstoff enthalten. Nein, ohne Sprengstoff und Soja enthalten. Mindestens gibt es Leute, die gegen Soja allergisch sind. Weiß man nicht. Gemischt am 20.05.2009, also knackig. So, und wenn man das dann aufmacht, dann ist da erst so ein Ding. Das ist natürlich cool, oder? Verschicken die ihr Müsli ohne Branding und dann muss man das testen und muss dann sagen und so weiter. Durch das jetzt trocken naschen hier. Riecht nach Müsli mit Schoko. Da sind so Schoko-Dingsbumse drin. Wie soll ich das zeigen? So Schoko-Dingsbumse. Und hier noch Schokochips, kleine Schokochipschen auch schon. Ich glaube, dann nehme ich mir so einen Löffel und löffel das einfach so, ohne es sind. Ne, da sind gar keine Rosinen drin. Ich habe ja nichts gegen Rosinen. Ich habe nichts gegen Rosinen. Also, das war das Rätsel. Also jetzt weiß ich nur nicht, das verstehe ich jetzt nicht. Warum machen die hier Früchte drauf? Ich muss ja schon wieder zicken, ne? Ich muss ja schon wieder zicken. Warum machen die hier Früchte drauf? Lecker Himbeer und so. Himbeeren. Ich mag Himbeeren. Ja, ich mag Himbeeren. Und dann, was kriege ich? Schokomüsli. Das soll jetzt gut für meine Linie sein. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich eigentlich einen Chat? Eigentlich habe ich auch einen Chat, oder? Könnt ihr jetzt auch chatten? Chattet mal was. Dann kann ich sagen Social Stream. Social Stream habe ich auch noch. Das ist toll, dieses Ustream. Wisst ihr das eigentlich? Ustream kann ich wenigstens. Mogulus, was ja jetzt anders irgendwie heißt. Mogulus kann ich ja nicht. Jetzt muss ich hier nebenbei noch in Twitter einloggen. Aha, drei Guests und mehrere Ustreamer. Ich chatte mal auch im Chat. Komme ich jetzt arg laut rüber, weil hier geht es immer ins Rote, aber bisher war das immer total niedrig. Ah, Alex 77. Hallo Alex 77. Hast du auch Müsli gekriegt, Alex 77? Alex 77 ist jetzt im Chat und sagt Guten Abend. So klingt es zumindest, ist aber Guten Abend halt. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Die Dose, er fragt, ob ich die Dose von meinem Müsli gekriegt habe. Ich weiß es nicht, weil ich habe also nur diese Postkarte gekriegt, wie viele andere auch. Und da steht eben nicht, wo die abgeschickt worden ist. Bankierservice, irgendwas. Wahrscheinlich kann man an dieser Nummer hier, könnt ihr die lesen? An dieser Nummer, ich lese sie euch mal vor, 1D05311. An der kann man vielleicht erkennen, wo es abgestempelt ist, aber ich weiß nicht mal, wo mein Müsli sitzt, ehrlich gesagt. Sitzen die in Berlin oder sitzen die in München oder sonst wo? Und diese Dose hier ist vollkommen ungebrandet, also das ist einfach eine blanke Karton-Dingsbums und da steht auch nichts drauf, nur dass es 580 Gramm sind. Und so, jetzt kommt gerade meine Frau nach Hause, ich glaube, ich muss jetzt aufhören, ein Video zu machen, also gute Nacht. Ja, also man weiß es nicht, ne? Also, aber Logo war ja keins drauf. Okay, also dann, gut's Nächte.